Alle recht herzlich willkommen in dieser schönen Parterre-Saal von Ihrem ehemaligen Kaufhaus, wo wir als Künstlergruppe Ipihan 5 Wochen zu Gast waren. Dankeschön für die Gastfreundlichkeit und wir sind sehr froh, dass Sie hier heute wieder in so eine große Menge viel mehr als wir erwartet haben, dabei sind. Mein Name ist Guus Freeburg. Ich weiß nicht, wie viel von euch gestern auch schon hier wart. Ja, oh. Heute werden wir die Geschichte behandeln von, was ich nenne, Konsum an der Hillgasse in Altenburg. Denn Konsum an der Hillgasse natürlich viel mehr als nur das Kaufhaus, das haben Sie schon gemerkt, das ist auch die Bäckerei, auch die Konditorei, auch die Fleischerei, das Verwaltungsgebäude. Also ich nenne das Konsum an der Hillgasse, also in der Periode 1945-2018. Und dahinter steht noch ein Strich und dann im Rot 2028, noch lange her von heute. Und ich habe das in Rot markiert, und das werden Sie sehen in vielen meinen Slides, sind Sachen rot markiert, und das heißt, das sind Sachen, die ich noch nicht ganz genau weiß. Und das sind auch Sachen, für die ich Ihre Mithilfe brauche in den kommenden Monaten, um vielleicht all diese unsicheren, undeutlichen Sachen noch zu erklären. Also um mich zu introduzieren an den vielen Leuten, die hier gestern nicht waren, was gaat er nu gebeuren, ja. Ik draai de verkeerde kant op, sorry. Ja. Mein Name ist Guus Freeburg, das ist zweimal fast unaussprechlich für die deutsche Zunge. Ich bin ein Kunst- und Architekturhistoriker aus Rotterdam, Niederlande. Und normalerweise arbeite ich als Kunsthistoriker an der Willem de Koning Akademie für Bildende Kunst und Gestaltung. Ich muss Ihnen gestatten, dass ich bis vor kurzem überhaupt nicht wusste, dass es ein Altenburg gab. Ich bin hier 24. Juli zum ersten Mal eingetroffen, hier in Altenburg, in die Hillgasse, in dem Konsumkomplex, als Gast von der Künstlergruppe Ipihan, dessen Arbeiten Sie durch den Gebäuden gesehen haben. Vielleicht ist eine Rotterdamer/Berliner Künstlergruppe, die seit 2012 jährlich in alten, leerstehenden Gebäuden, erstmals in Leipzig, voriges Jahr war es in Zeitz, jetzt in Altenburg, arbeiten, wohnen, schlafen, miteinander überlegen, um die Gebäude zu explorieren. Ich bin als Gast, als Historiker, der Gast von dieser Künstlergruppe. Es war in der Zeitung vielleicht, ich sei der Chef oder der Leiter, oder das ist falsch. Ich bin der Gast und ich habe in den vergangenen 5 Wochen versucht, etwas zu recherchieren von der Geschichte von Konsum an der Hillgasse. Also ich wusste nichts von Altenburg, nichts von der Hillgasse, nichts vom Konsum. Das Konzept Konsum war mir total unbekannt. Und mit Hilfe von vielen Leuten, also vielen offiziellen Instanzen hier in der Stadt, die Archiven, aber auch viele privaten Leuten, habe ich in den vergangenen 5 Wochen manches so gelernt über die Geschichte. Also Dank an all die Leute, die mir geholfen haben. Dank auch an all die Leute hier in der Stadt. Die haben mir geholfen, etwas rauszufinden, das ich jetzt mit Ihnen teilen werde. Es gibt auch noch vieles, da gibt es noch wieder in Rot, das ich noch nicht weiß. Vieles, das Sie viel besser wissen, also helfen Sie mir. Darunter steht meine E-Mail-Adresse. Wenn Sie noch Dokumenten haben oder Erinnerungen oder Fotos oder irgendwelche Materialien, bitte schicken Sie die an diesen E-Mail-Adresse.
Blups. Gestern sind wir hier geendet, also in die braune Periode, gerade vor 1945. Dann war eigentlich das Konsumkonzept, das hier in Altenburg schon 1874 hat angefangen, da wurde zum ersten Mal die Konsum gegründet und die kam dann in der Periode 1938, 1945 eigentlich zu einem Ende, denn das Konsum, die Konsumverein wurde aufgelöst und in der deutschen Arbeiterfront eingeordnet, um ein richtig deutsches Wort zu benutzen. Also das war ungefähr das Ende. Bob, was gaat er nou toch allemaal mis? Het gaat iets helemaal mis. Ja, zo, das Ende vom Konsum, so schien es. Aber nach dem Krieg hat der Konsum ein zweites Leben angefangen, das haben Sie alle miterlebt. Und da war die Konsum, ihr Konsum, ihr Kaufhaus. Und ich fand dieses schönes Foto im türkischen Staatsarchiv, wo man ein bisschen von dem Glamour sieht, die das Kaufhaus für sie immer gehabt hat. Das habe ich manchmal gehört. Also 1945, April, dann begann das zweite Leben. Da kamen erstmal die amerikanischen Truppen hier in Altenburg. Die haben dann die Hilgasse 5 und 4 übernommen. Die Schlüssel müssen eingeliefert worden von dem deutschen Arbeiterfront. Das Kaufhaus war eine kurze Weile geschlossen. Die Produktion von Back- und Konditoreiwaren für die Bevölkerung wurde eingestellt und alles würde für die Kriegsgefangene in dem Kriegsgefangenenlager auf dem Hasach-Gelände gerichtet. Dann Ende April wurde ein provisorischer Neubeginn gemacht von der Produktion von Back- und Fleischwaren für die Altenburger Bevölkerung. Das Kaufhaus wurde wieder geöffnet und ein zweites Leben konnte beginnen, vor allem nachdem im Dezember 1945, da waren die amerikanischen Truppen wieder weg, da waren die sowjetischen Truppen einmarschiert und der sowjetische Kommandant hat dann das, ich habe inzwischen begriffen, das berühmte Befehl 176 schreiben lassen, die Konsumgenossenschaften sollten wieder hergestellt werden und das übrig gebliebene Kapital und der Wirtschaftsbetrieben, die würde an dem Konsumgenossenschaft, so wurde es umbenannt, übergeben. Diese Bezirkskonsumverein Altenburg-Ost, die wurde dann Anfang 1946 neu begründet. Da waren wieder 18 Werktätige hier tätig in vier Produktionsstellen. Und dann 1950, dann wurde nochmals das Ganze wieder umbenannt in die Kreiskonsumgenossenschaft Altenburg. Und ich habe da etwas gefunden in dem Kreisarchiv, ein Artikel aus der Zeitung von 1947, ein Jahr Genossenschaft, und das endet da unten. Der Konsumverein ist heute ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Ihn den Erfordernissen unserer Zeit entsprechend auszubauen und zu verbreiten, ist Pflicht nicht nur derer, die aktiv am Wiederaufbau Deutschland mitarbeiten, sondern auch aller, die gegen privatkapitalistische Interessen stehen. Punkt. So ein typisch deutscher Satz. Darum kauft und werdet Mitglied im Konsumverein. Und dass das passierte, das lese ich in dem Einwohnerbuch der Stadt Altenburg 1949, da stand diese Anzeige, dass es schon an diesem Datum schon wieder 17.000 Mitglieder gab. Mitglied konnte jeder werden. Und dass es in 1949, Hilgasse 4, also dem Nebenhaus, da gab es die Bezirkskonsumverein Altenburg, ihr Hauptkontor.
die Kasse, die Fleischerei, die Materialwarenhandlung. Und da wohnten auch noch Heinrich Handrik und Eugen Seeger. Die waren wahrscheinlich die Hausmeister. Hier im Komplex Hilgasse 5, da war die Bezirkskommissarin Altenburg eGmbH mit dem Kaufhaus. Das ist das erste Mal, dass das Wort Kaufhaus genannt wird, denn vor dem Kriege hieß das Ding hier das Warenhaus. Aber jetzt nach dem Krieg wurde es das Kaufhaus. Da war auch die Bäckerei und noch keine Konditorei, denn die wurde erst in den 50er Jahren hier gegründet. Da wohnten hier auch Küchler Kurt, der Backmeister, Schmied Alfred, der Bote, und Sebastian August, der Maschinenmeister. Sind das noch Namen, die ein Glöckchen? Nee, keiner kennt die mehr. 1956, dann ging es gut. Das ist natürlich ein sehr besonderes Jahr, 1956 in der allgemeinen europäischen Geschichte. Und da sehen wir hier ein Foto von dem Kaufhaus der deutsch-sowjetischen Freundschaft, wie es damals hieß. Ein schönes Foto, das ich gefunden habe in einem Artikel in dem Zeitschrift Kulturspiegel von einem gewisser Eberhard Heinze, die dann auch schon mal eine Kurzgeschichte der Konsumgenossenschaftsbewegung im Kreise Altenburg geschrieben hat. Das war sehr informationsreich für mich, als ich das zum ersten Mal gefunden habe. Also die Kulturspiegel, ich weiß nicht, ob Sie den kleinen Zeitschrift kennen, das war so ein kleines Ding, das monatlich publiziert wurde hier in Altenburg. Sie finden das im Stadtarchiv. Da fand ich auch kleine Anzeigen von der Konsum, also zum Beispiel hier im Februar für den Fasching und hier ein Jahr später war die ganze Rückseite des Zeitschrifts gefüllt mit einer Anzeige für die Urlaubszeit. Und hier habe ich auch noch ein solches für die Weihnachtszeit. Also hier sind wir im Jahre 1957 schon. Die Konsum war natürlich nicht ein rein altenburgisches Ding. Die Konsum wurde schon im Mitte des 19. Jahrhunderts in Deutschland, überall in Deutschland entstand das, nach Vorbild von englischen Beispielen. Und die Konsum, manche denken, dass das etwas typisch von der DDR war, aber natürlich war es ganz schon viel älter. Also die DDR-Konsum, die Sie vielleicht noch mitgemacht haben, das war das zweite Leben von dem Konsum. Und hier fand ich auch noch auf Wiki, da habe ich die, also ich sagte Ihnen, aha, ja, da sind, wer von euch hat noch diese Marken zu Hause? Ja, ich habe auch ein paar gekriegt. Also auf Wiki habe ich mich informiert ein bisschen über, was Konsum ist, der Konzept von Konsum, dass das ein Ding ist, wo wir Mitglied werden konnten, dass es also nicht Kapitalbetrieb war, aber dass es unser Konsum war. Aber man hat auch in den 50er Jahren das Konsum richtig quasi kommerziell, könnte man sagen, mit ein eigenes Logo, das ich auf Wiki zurückfand. Und das Logo, das kennen Sie natürlich allen. Das ist ein typisch, könnte ich sagen, also aus dieser DDR-Periode, ein K aus einem Schornstein und eine Handsense, also die Industrie und die Agrarwirtschaft kommen darin zusammen. Ich fand das eigentlich ganz schön. Den Designer Karl Tewald, dessen Namen habe ich auf Internet überall gefunden, aber ich weiß nicht, das fand man nie. Ich nehme nur an, dass er irgendwo im 20. Jahrhundert geboren worden ist. Und ich weiß überhaupt nicht, wer er gestorben ist, denn das steht nirgendwo, ist ein total vergessener Entwürfer.
Sehr zu Unrecht, wie ich meine, denn so ein Logo hier, das finde ich ein ganz gutes Beispiel von, das wirkt. Also wie ich sagte, euer Konsum an der Hilgast, das habe ich auch schon vielmals gehört, unser Konsum, das war das Zentrum von dem Einkaufsleben hier in Altenburg. Nicht, dass man hier Sachen kaufen konnte, die es auch nicht irgendwo anders gab, nicht, dass die hier billiger oder teurer waren als irgendwo anders, aber hier gab es alles unter einem Dach und hier gab es auch schon vielleicht manche Neuigkeiten, die waren hier zum ersten Mal zum Verkaufen. Ich habe gehört eine schöne Geschichte über das erste Mal, dass es hier amerikanische Jeans gab. Da war ein Rush auf diesen amerikanischen Jeans. Also das war das Konsum-Kaufhaus. Und auf diesem Foto von einem gewissen Fotografen, G.R. Ölhey, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, von dem weiß ich auch nichts, also da wusste das Thüringer Staatsarchiv auch nichts, ich habe das auch versucht zu finden auf dem Internet, ein sehr schönes Foto, das ein bisschen, es erinnerte mich an Hollywood. Also ein bisschen Hollywood in Altenburg. Und etwas von dem Glamour, das das Kaufhaus aufzeigt, das gibt es natürlich auch in diesem Bild. Aha, die Modeschau. Mit großem Dank an Frau Eva Mahn, die mir dieses Foto vergangenen Mittwoch gebracht hat. Die habe ich dann sofort einscannen lassen und die ist jetzt einer in der Reihe von den Fotos auf der Fassade. Ich fand die so schön. Das war ein jährliches Geschehen, glaube ich, die Modeschau hier auf dieser fantastisch schönen Glamour-Treppe. Und ja, ich sehe schon, Sie weisen schon, dass da sind Leute als Mannequins, die hier dann normalerweise in dem Kaufhaus als Verkäuferin gearbeitet haben. Also die Frau Marion Hoffmann, ganz links, Mitte oben, das ist die Frau Eva Sander. Wenn es Namen sind, die Sie noch kennen, bitte schreien Sie. Das war die stellvertretende Kaufhausleiterin, die hat dann selber auch mitgeschaut. Frau Karin Arnold, die war eine Verkäuferin bei der Abteilung Damenkleidung. Und dann rechts die Frau Ursula Grauert, das war zwar nicht eine Verkäuferin hier, aber das war die Ehefrau von dem Fotografen Gerhard Grauert, die vielen Dezennien lang hier Fotos gemacht hat und die Frau Ursula Grauert geholfen hat mitzumachen. Also, Glamour auf dieser Treppe. Und Glamour hier auch unten, was normalerweise in einem normalen Kaufhaus, würde ich sagen, ich habe das auch 4 Wochen lang hier, diesen Saal, habe ich das Erdgeschoss genannt. Und da geht es zum Keller. Nein, hier im Kaufhaus hieß dies die Parterre und das sogar die Tiefparterre. Also nicht Keller, sondern Tiefparterre. Das ist ein ganz neues Wort, das ich jetzt seit Freitag in meinem Gehirn gespeichert habe. Also die Tiefparterre und die Parterre, das zeigt etwas von dem Glamour, das das Kaufhaus immer gehabt hat. Und das begann schon bei den schönen Etalagen, die es immer gibt. Hier ein Foto auch aus der Sammlung von Frau Eva Mahn aus Sommer, würde ich sagen, 1960. Die Textilwaren der Saison 1960 im großen Sommerschlussverkauf. Und ich denke, dass vielen von euch solche Etalagen noch sich erinnern. Sehr schön aufgemacht, große Schaufensterscheiben, die jetzt alle zerbrochen sind, leider. Wir haben noch versucht, während dieses Projekts, vielleicht könnten wir noch mal wieder aufmachen, aber so viel Glas hatten wir nicht. Und Sie sehen hier auch, dass der Eingang damals noch etwas anders gestaltet war, wie die am Ende war. Und das können wir schön sehen
auf ein Grundriss von dem Erdgeschoss, wie es hier noch heißt, also auch im Jahre 1965, da habe ich diesen Erdgeschoss-Grundriss gefunden, anhand eines Projekts, das damals gemacht wurde. Da wurde ein extra Aufzug zugefügt, neben dem Aufzug, die da original war, also aus dem Jahr 1912, 1913, als das Kaufhaus hier gebaut worden ist. Also 50 Jahre später würde noch ein zweiter Aufzug, ein viel größer, ein Güteraufzug zugefügt. Das können Sie jetzt auch noch sehen. Wenn Sie auf den Hof stehen, dann können Sie sehen, da gibt es etwas Neues zugefügt. Und auf diesem Grundriss können Sie schön sehen, wie damals der Eingang etwas vertieft in die Fassade platziert war. Ein zweiter neuer Aufzug wurde auch zugefügt an diesen Flügel, also der Flügel der Konditorei und die Bäckerei. Wir sind jetzt hier nicht gezeichnet, also hier stellen Sie sich die Parterre-Saal vor. Das ist hier die Flügel der Bäckerei, Konditorei, und da in der Ecke, können Sie auch noch ganz schön sehen, hier würde ein total neuer Aufzug hinzugefügt, damit die Bäckerei und die Konditorei pragmatischer, großzügiger arbeiten konnte. Es gab auch hier in der Bäckerei, Konditorei schon einen Aufzug aus 1912, 1913, ein kleines. Das war viel zu klein geworden, denn die Produktion der Bäckerei und die Konditorei und auch die Produktion der Fleischerei, die waren immer größer und größer jedes Jahr, und so also musste man neue, größere Aufzüge hinzufügen. In diesen Jahren wurden auch, und ich habe das gestern schon ein bisschen erwähnt, die Schaufenster neu gestaltet. Ursprünglich waren das separate Schaufenster, die regenschirmartig auf dem Gehsteig gebaut sind. Da wurde dann 1967 der Haupteingang neu gestaltet, wie sie jetzt ist, und auch die Etalagen, die Schaufenster, wurden zu durchlaufenden Streifen. Eigentlich wie sie jetzt noch ist. Und da oben sehen Sie noch ein kleines Bild aus 1920, ungefähr 1921, wo Sie sehen können, wie der damalige Architekt 1912, 1913, Hermann Arthur Richter, ein Altenburger Architekt, die damals ursprünglich gestaltet hat. Aber in den 60er Jahren musste alles neu und glatt. Also der Name von Also ich nehme Sie mit jetzt durch durch eine Reihe von historischem Material, das ich in den vergangenen Wochen aus sämtlichen Ecken zusammengebracht habe. Also hier die Schaufenster. Hier fand ich im Stadtarchiv diese schöne Anzeige über eure Weihnachtswünsche, die hier dann im Kaufhaus erfüllt werden konnten. Und ich sagte schon, das Kaufhaus und die Bäckerei Konditorei hatten einen so großen Erfolg, die müssten ständig umgebaut, vergrößert werden, damit viel mehr Verkaufs- und Arbeitsfläche zur Verfügung kam und dass auch viel mehr Leuten hier betätigt sein könnten. Also 1979 2.253 Werktätige und 50 Lehrlinge. Wer von euch hat hier mal gearbeitet? Oh, warte, ist hier Lehrling gewesen? Wie viele? Darf ich das ein bisschen sehen? Nur 2, 3, 4, 5? 6, 7, 8, 9, 10, es müssen viel mehr gewesen sein. Und das wunderbare Erfolg des neuen Lebens nach 1945 der Konsumgenossenschaft Altenburg,
Das lesen wir in diesem Buch, die Betriebschronik der Konsumgenossenschaft Kreis Altenburg 1945-1979, nach Anlass von 30 Jahren DDR. Und ich habe das Buch, ich kannte das nicht, ich habe es kennengelernt, zum ersten Mal im Stadtarchiv, aber auch habe ich gehört, dass viele privaten Altenburger das noch haben, das Buch. Ich glaube, dass es neben der Bibel könnte. Also und in dem Buch, und das natürlich 30 Jahre DDR, und das heißt eine Betriebschronik, es ist die offizielle Geschichtsschreibung von was die Konsum in den vergangenen Jahren, 30 Jahren dann erreicht hat. Also man kann hier so zum Beispiel sehen an diesen schönen Grafiken, dass der Mietkreditzahl ziemlich gewachsen ist in den Nachkriegsjahren und dass bis am letzten Ende, also 1979, 86,2% der Total der Familien in Altenburg in der Konsumgenossenschaft organisiert waren. 86,2. Wer von euch war nicht Konsummitglied? Eins. Nicht Konsummitglied. Also die Reste war allen Konsummitglied. Ja, also du auch nicht. Und wie ging es mit der Produktion der Fleischerei? Also die Arbeitsproduktivität in der Fleischwarenproduktion ist zwischen 1946 und 1979 um das Dreifache gestiegen. Und das insbesondere durch sozialistische Rationalisierungsmaßnahmen. Und das hieß natürlich immer tüchtiger arbeiten. Und daher ist auch die Produktion der Fleischwaren um das Dreifache, um das Zehnfache gesteigert, auch durch bedeutende Sortimentserweiterungen. Und wo man in 1946 und noch lange Jahre nachher hier in der Fleischerei, das Fleisch, das hier produziert wurde, war nicht nur für Altenbürgerinnen und Altenburger, musste auch exportiert worden nach Berlin, nach Chemnitz, nach Leipzig und sonstige andere Städte, sodass am Anfang nur ein sehr kleines Teil für die lokale Bevölkerung zur Verfügung stand. Und das blieb noch lange Jahre so. Aber diese Notwendigkeit ergab sich aus der politischen Verpflichtung, die Versorgung der Arbeiterklasse in den Großstädten zu sichern. So war das. Und Vergleichbares auch mit der Backwarenproduktion. Auch die ist ziemlich gesteigert. War es am Anfang nur Brot, 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 Brot. Im Laufe der 50er Jahre kam auch eine Konditoreiproduktion dazu. Da wurde die ganze zweite Etage von der Konditorei Bäckerei für die Konditorei eingeräumt. Das können Sie jetzt noch sehen. Und daher ist auch nicht nur die Produktion gesteigert, aber auch natürlich das Sortiment, das hier produziert wurde, ging vor. Das sehen Sie hier auch. Hier sehen Sie wieder die Arbeitsproduktivität, auch das hier ums Dreifache gestiegen. Durch die Werktätigen unserer Backwarenbetriebe können mit Stolz auf ihre in den vergangenen 30 Jahren erreichten Ergebnisse ihrer Arbeit zurückblicken. Sie sind ihnen Ansporn und Verpflichtung, auch die neuen großen Aufgaben mit der Schöpferkraft und Aktivität der Arbeiterklasse erfolgreich zu lösen. Also nicht nur hat man zurückgeschaut in der Geschichte, aber auch schon eine Aufgabe für die Zukunft formuliert. Ich weiß nicht, ob Sie schon in der Bäckerei waren, im ersten Obergeschoss. Da war ich zum ersten Mal auf diesen allerersten Tag, dass wir hier im Gebäude reinkamen, also 24. Juli. Und da habe ich war erstaunt und wir allen, dass so vieles von der Einrichtung noch da war. Die Deckenleuchten, Türen, elektrische Leitungen und auch die ganzen Öfen der Bäckerei, die sind noch da. Und da war einer,
der etwas, also es gibt sechs auf einer Reihe. Einer ist ziemlich anders als die fünf anderen. Und der eine ist noch ein ursprünglicher aus 1913. Also mit einem Schiebetisch, die man dann in drei Etagen in die Öfen hineinschieben konnte und hinausziehen konnte. Darauf lagen die Brote. Das muss eine ziemlich schwere Arbeit gewesen sein. 1912, 1913, Sie müssen sich vorstellen, da waren sechs von solchen Öfen und die waren alle auf Kohle geheizt. Und die Kohle müsste dann natürlich vom Erdgeschoss auf die erste Etage hingeschleppt werden. Ich bin so froh, dass ich damals nicht hier gearbeitet habe. Und dann waren da die Bäcker, die mussten dann konstant den Tisch reinschieben und dann nach ungefähr 50 Minuten mussten sie das wieder rausschieben. In großer Hitze, in großer Schwitze, stelle ich mir so vor. Und dann wird es beträchtlich besser als in den Anfang der 60er Jahre, wo diesen Kohlenöfen umgebaut auf Gas. Und dann Anfang der 70er Jahre, habe ich gehört, würden die peu à peu, wie ich das gehört habe, also Stück für Stück, denn wir hatten nicht so viel Geld, also würden die ersetzt durch neue, und ich werde es einmal versuchen, Doppelnetzbandrücklauföfen. Yeah. Also derjenige von euch, der das 10-mal hintereinander ohne Zunge Probleme sagen kann, die Doppelnetzbandrücklauföfen. Hier sehen Sie noch die alte Öfen im Betrieb, also das war nicht ein Foto, das hier in Altenburg genommen worden ist, das ist die Bäckerei Meuselwitz, also da hatten Sie die vergleichbare Öfen aus 1913. Und hier sehen Sie die neue Öfen. Da gibt es keine Schiebetische mehr, da gibt es ein Laufband mit einem Schalter. Man konnte dann die ungebackene Brote, könnte man auf dem Laufband schieben und die ging dann hinein in den Ofen. Nach 50 Minuten kamen die wieder raus und das ging alles elektrisch, war natürlich sehr viel einfacher und viel. Das sehen Sie auch jetzt noch, diese Maschinen sehen Sie auch jetzt noch. Hier sehe ich einer der Fotos aus der Sammlung von Ursula Grauert, die mir sehr viele Fotos zur Verfügung gestellt hat. Hier sehen Sie Kollege Leukert, Gerhard Leukert, der hat angefangen als Bäcker, Brotbäcker und hat sich entwickelt zu Lehrmeister in der Konditorei. Und hier ist er Mai 1970 erläutert er an Interessenten die Vorteile von der neuen Woche, des neuen Wochenendbrotes. Ich habe keine Ahnung, was das war. Das Wochenendbrot. Habt ihr noch eine Erinnerung an das Wochenendbrot? War das lecker oder leckerer? Also Sie sehen hier diesen jungen Mann. Ich habe ihn auch vor ein paar Tagen gesprochen. Er lebt noch immer. Sehr modisch angekleidet. Und hier auf einer Börse wahrscheinlich die Vorteile von einem neuen Teil des Assortissements. Hier ein vergleichbares Foto, aber jetzt sind wir in den Anfang der 80er Jahren. Da rechts sehen Sie im ersten Obergeschoss wieder die neue Rücklauföfen. Da sehen Sie von links nach rechts eine Facharbeiterin ohne Name. Erkennen Sie sie? Wissen Sie, wie das sein könnte? Also 1981. Dann Herr Knieschke, Chef der Bäckerei, in dessen Kontor auf dem ersten Flur finden Sie jetzt ein ganz schönes Klangskulptur von einer der Künstler vom IPM-Projekt, Sander Schürmann. Und dann kommt die Karin Schön, die war verantwortlich für die Qualitätssicherung
Und dann kommt noch eine anonyme Facharbeiterin. Und sie stehen hier auf dem ersten Etage. Ich habe auch gesprochen mit Herr Uwe Kreibner. Also vorigen Sonntag war er bei mir zu Besuch. Und der hat mir vieles erzählt über, wie man da gearbeitet hat. Nicht, wo, was man da gebacken hat, Brot, aber wie das dann ging. Der hat von 1982 bis 1989 in die Bäckerei, 88 hier in die Bäckerei gearbeitet, ist dann mit nach der neuen Bäckerei in Altenburg-Nord mit umgesiedelt. Und hier, vorige Woche war er hier zum ersten Mal wieder in seine Bäckerei zurück. Also man arbeitete 3 Schichten, je 8 Stunden inklusive eine halbe Stunde Pause. Man hat 5 Uhr angefangen, erste Schicht, erste Brigade, 5 bis 13 Uhr, dann die zweite 13 bis 21 und die dritte 21 bis 5 in der Morgen. Also das war ein total rund um die Uhr. Produktion. Und natürlich, die wechselten dann jede Woche. Die eine Woche musste er 4:30 aufstehen, die nächste Woche konnte er bis 2:30 ausschlafen. Und so wechselte das. Und die Brigaden, in der er gearbeitet hat, war so ungefähr 6 à 7 Personen. Das erinnert er sich. Und das war für mich wichtige Information, denn das ist nirgendwo solche pragmatische Informationen, ist nirgendwo dokumentiert. Also von ihm das zu hören, war für mich ganz wichtig. Und hat mir auch gesagt, dass man so täglich zwischen 3.000 und 5.000 Brote gebacken hat und dazu in der Nachtschicht auch noch 30.000 bis 50.000 Brötchen. Erstaunliche Ziffern fand ich das. Und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie so eine Menge Backwaren aus dieser eine Etage aus der Bäckerei kamen, und die wurde dann auch natürlich zu klein. Daher, dass man in 1988 hier aus der Hillgasse Bäckerei in die neuen Bäckerei in Altenburg-Nord gezogen ist. Bisher hatte ich noch keine Fotos aus der Konditorei, wo es Torten gab und allerlei Süßwaren, bis mir heute Morgen, Sie glauben es mir nicht, aber so, da ist die Frau Regina Eising und ihre Tochter kam zu mir und hat mir gesagt, hey, kennst du diese, wir haben noch gesucht, kennst du diese Fotos? Hier sieht man die, können Sie es ein bisschen sehen? Ich habe die noch nicht einscannen können, also hier sieht man die Frau Regina Eising bei den Knetenmaschinen. Und hier noch ein Foto, wo sie mit ihren Kollegen beschäftigt ist in der Produktion von Weihnachtsstollen. Also vielen Dank, dass Sie mir diese Fotos ausgeliehen haben. Die werden hoffentlich eingescannt, also digitalisiert, damit die gespeichert werden können in einem zentral zu gründenden Konsum an der Hillgasse Dokumentationsarchiv. Darüber ein bisschen später. Vielen Dank für diesen Fotos. Also, gehen wir zurück auf die Hillgasse. Hier sehen wir von unten die Hillgasse Nummer 4 mit links Kurzwarenhandlung, da war vorher ein Lebensmittelgeschäft mit Selbstbedienung in Neon auf der Fassade. Rechts war natürlich die total schöne Fleischerei. Ich weiß nicht, ob Sie schon da drin waren in der Fleischerei und die bildschöne Arbeit von Thies ten Bos gesehen haben, die 225 Würfeln aus Abfällen gepresst hat und damit den Flur dieser Fleischereiladen neues Leben gegeben hat. Ich fand auch noch ein Foto aus der Selbstbedienungs-Lebensmittelgeschäft. Also das war also links von dem Eingang Hillgasse 4.
Hier habe ich noch ein Foto von der Fleischereiladen aus den Ende der 70er Jahren. Oh, nicht so schnell. Eine Quelle, das heißt auch Ursula Grauert aus der Sammlung von ihr Ehemann Gerhard Grauert. Leider ist er vor ein paar Jahren gestorben. Aber der hat vieles fotografiert. Auch dieses schöne Foto von dem Kontaktkaufhaus, wie es damals hieß. Und hier können Sie auch ganz schön sehen, die neue Schaufenster als durchgehende Streifen entlang der Hillgasse. Ich schweige ein paar Minuten, während ich Ihnen diese Fotos zeige. Und plaudern Sie ruhig, wenn Sie etwas erkennen, sagen Sie es mir, ein Weihnachtsmarkt, das geht automatisch, ich muss nichts tun. Wo rechts, wo links, ich weiß es nicht ganz genau. Ich weiß nicht genau die Einteilung, wie die war. Die Babyabteilung, ich finde das ein bisschen, das geht mir ein bisschen zu automatisch. Also die Babyabteilung. Und hier sehen Sie die Situation nach der Renovierung, Anfang der 80er Jahre. Die Stoffenabteilung, ich möchte gern den Namen wissen von den Leuten, die hier zu sehen sind. Und hier ist die Stoffenabteilung in den 60er Jahren vor der Renovierung. Und hier auch möchte ich gerne wissen, wer diese Verkäuferinnen sind. Diese charmanten jungen Damen, das habe ich noch vergessen zu sagen. Also mit der Modeschau auf der Treppe, da fiel es mir auf, es müssen hier im Kaufhaus nur, das wissen die Männer vielleicht am besten, nur hübsche Frauen gearbeitet haben. Die haben eine ganz schöne Auswahl. Und das sehen Sie hier auch schon. Also hier eine Personalsammlung zur Gelegenheit der Einweihung der renovierten Etagen auf der Abteilung Damenunterwäsche, Herrenunterwäsche und Materialien. Hier sehen Sie die Kinderabteilung, wo die Kinder ihre neue Schuhe ausprobieren konnten und es für die Verkäuferinnen bequem gemacht worden war, um die Kinder von verschiedenen Alter die Schuhe anzuziehen. Das fand ich auch ein ganz schönes Foto. Sind hier noch Bekannten drauf? Ist ja doch unmöglich, dass es hier so eine so hübsche Sammlung ist. Und keiner kennt die noch, das gibt es doch nicht. Ja, sind Sie drauf? Ja, Sie sind drauf. Wo? Ganz rechts, das sind Sie. Hier. Wow. Kommen Sie bitte nachher zu mir und geben Sie mir bitte Ihren Namen, damit ich das dokumentieren kann, damit ich... ein einziger Name schon weiß. Und hier gehen wir in die Tiefparterre, wo es die Emaillewaren gab. Das war ungefähr ein Foto aus ungefähr Anfang der 1980er Jahre. Als das Kellergeschoss das erste Mal in Gebrauch genommen wurde, damit die Verkaufsfläche ausgebreitet werden konnte. Man hat inzwischen auch, irgendwo in den 80er Jahren, ich weiß nicht ganz genau, die Fassaden von den Gebäuden Hillgasse 4 und Hillgasse 5 saniert. Abgekerchert, würde ich sagen. Das ist auch so ein neues deutsches Wort, das ich in den vergangenen Tagen gelernt habe, auch aufgespeichert, abgekerchert. Bemerken Sie sich, ich komme noch darauf zurück. Also irgendwo
in den Anfang der 80er Jahren zum ersten Mal die Fassaden saniert. Aber inzwischen hat man auch angefangen, manche andere Bauten an der Hillgasse, alte Bauten, abzurissen. Und das alles im Rahmen, ich habe das hier aufgeschrieben, 1977 hat man in Leipzig ein Konzept-Neubauplan für die ganze Altstadt Altenburg aufgedacht. Das hieß, in diesen Ideenstädte, in diese Ideenskizze städtische Entwicklung, eigentlich sollte die ganze Altstadt abgerissen werden, nur die Brüderkirche, nur das Rathaus, nur ein paar wichtigen Gebäude dürften stehen bleiben und die Reste sollte abgerissen worden und ersetzt durch mehretagigen Hochbauten und auch hier die ganze Hillgasse sollte an diesen Neubauplänen zum Opfer fallen. Und das sieht man hier schon ein bisschen, dass man hat angefangen, um all die alten Bauten an der Hillgasse abzureißen. Diese Entwicklung natürlich ist durchkreuzt worden durch 1989, 7. November, Fall der Mauer. Dann wurde alles auf einmal total dramatisch anders. Wie ging es mit der Konsumbäckerei, Konditorei? Ich sagte schon, die Produktion, die Arbeitsproduktivität war gestiegen, die Produktion war gestiegen, aber immer war es noch nicht genug. Also ab 1960er Jahren hat man Probleme mit der Kapazität gehabt, auch weil in dieser Periode die Stadt Altenburg enorm gewachsen ist. Da kam die Firma Wismut. Und auf einmal, also zwischen 1960 und 1980, haben die städtische Behörde behauptet, ist die Einwohnerzahl von Altenburg gestiegen von ungefähr 30.000 bis auf 55.000. Und all diese Leute wollten tagtäglich ihr Brot, ihre Brötchen, ihre Torten, ihren etc. etc. Daher auch die ständige Umbauten der Produktionsfläche. Und das war immer nicht genug. Also hat man Anfang der 80er Jahren die Entscheidung genommen, wir müssen hier raus. Wir müssen mit der Konditorei und der Bäckerei raus aus der Hillgasse. Wir müssen eine ganz neue Bäckerei bauen in Altenburg Nord. Inzwischen, und das war natürlich auch sehr wichtig, wurde die ganze Konsumgenossenschaft umstrukturiert. Das war auch so ein typisch DDR-Ding. Um die 5 Jahre wurden wieder neue Strukturen bedacht. Wo die Bäckerei bis 1967 Teil war der Konsumgenossenschaft, wurde sie ab 1977 Teil des Konsumbackwarenkombinat Leipzig mit Hauptsitz merkwürdigerweise in Döbeln. Dann fiel die Entscheidung zum Neubau, dann wurde 1988 die neue Bäckerei geöffnet, die Bäckerei Hillgasse wurde geschlossen, die Öfen wurden nie mehr geheizt, die Konditorei, die blieb noch eine kleine Weile in Betrieb, bis die auch Anfang der 90er Jahre auch die Konditorei in der Hillgasse geschlossen wurde. Dann kam 1990 und auf einmal wurde Altenburg Nord wurde dann die Erntebrot GmbH. Da gibt es schon die erste Zeichen von Wende. Also nicht mehr eine Genossenschaft, nicht mehr das Kombinat, sondern ein kommerzielles, kapitalistisches GmbH. 1993 wurde die privatisiert. Und dann letztendlich 2005, 2006 wurde die Erntebrot Altenburg Nord geschlossen, weil die nicht mehr produktiv genug sein konnte. Und damit waren ganze Generationen von Altenburger Bäcker und Konditoren auf einmal arbeitslos geworden. Das war natürlich das muss ein schreckliches Trauma gewesen sein.
kann ich mir so vorstellen. Und wie war es mit dem Kaufhaus? Hier sehen Sie ein ganz schönes Foto aus 1991. Und in meinem Gehirn heißt das einsame Kaufhaus. Da gab es die Hilgasse überhaupt nicht mehr. Alles abgerissen, alles Alte weg. Und nur noch das Kaufhaus steht da einsam in der Wüste. Dank Frau Schenk für diese schönen Fotos, wo einst mittelalterliche Häuser standen, jetzt eine Sandwüste. ...1993, die Schaufenster des Kaufhauses sind noch ein bisschen gefüllt, aber in dieser Periode hat auch das Kaufhaus eine schwierige Periode. Man musste auf einmal konkurrieren mit allen möglichen neuen Laden und Betrieben, die aus dem Westen kamen. Und ich habe dann gehört, ja, viele Altenburger bevorzugten die Waren, die man in den Westladen kaufen konnte, über die Qualität, die man hier im Kaufhaus immer hat gekauft. Also das Kaufhaus hat eine schwierige Periode. Es wurde verkauft. Und ich habe hier anhand ein Gespräch mit einer ehemaligen Verkäuferin, die hat mir etwas erzählt, über wie es dann ging so in der Wendeperiode. Und die Wendeperiode, die ist natürlich offiziell von vielen offiziellen Historikern schon beschrieben worden. Je gleich nach aus welcher Perspektive kommt eine andere Geschichte. Denn Geschichte, und ich sage das auch immer an meinen Rotterdamer Studenten, ja, Sie sind doch Kunsthistoriker, Sie sind doch Historiker, Sie kennen doch die Geschichte. Nein, ich kenne die Geschichte nicht. Ich weiß auch, die Geschichte, die gibt es überhaupt nicht. Es gibt nur Vergangenheit und Geschichten über diese Vergangenheit. Und die Geschichten über diese Vergangenheit, die wechseln je nach Perspektive von der oder von dem oder der, die diese Geschichte sich erinnert oder die er oder sie erinnern wollte. Also es gibt die Vergangenheit und viele Geschichten über die Vergangenheit. Und da war ich auch sehr interessiert, um nicht nur die offizielle Geschichte von dem Konsum zu hören, war übrigens sehr schwierig, abgesehen von diesen Betriebschronik, die bis 1979 läuft, gibt es eigentlich nicht eine offizielle Konsumgeschichte. Das Konsumarchiv ist irgendwo in den 90er Jahren verschwunden. Das gibt es nicht mehr, ungeheuer. Das hat man einfach beim alten Papier weggeschrottet. Also war ich sehr gespannt, um Ihre Geschichten zu hören. Und da haben manche Leute reagiert und darunter auch eine ehemalige Verkäuferin, der mir etwas gesagt hat, über wie es dann ging während der Wendezeit. Da kamen ja die Wessis und die wollten uns das Laufen lernen. Also sie hat 30 Jahre hier gearbeitet und auf einmal kamen neue Chefs, neue Besitzer, neue Investierer und die dachten, die sollten uns das Laufen lernen. Die hatten auch einen neuen Chef eingestellt. Der hat damals noch bei uns das Fach gelernt, der kleine Junge. Jetzt war er auf einmal unser Chef. Und der war dann zwischen uns und die neue Behörde. Den haben sie kaputt gespielt, hat sie mir gesagt. Denn in dieser Periode wurden ständig Kollegen gekündigt, von einem Tag auf den anderen. Man wusste nie, was passieren würde. Und das ging quer durch, was auch hier im Kaufhaus unter dem Personal hier, das habe ich auch gehört, von dem Kaufhauspersonal, von dem
Konditoreipersonal, Bäckereipersonal, Fleischerei. Was fanden Sie schon an die Arbeit, um hier zu arbeiten? Das war die Freundschaft, die Genossenschaft, das Zusammenarbeiten, die Kollegialität, dass man nicht nur während der Arbeit zusammen war, aber auch nur in der Freizeit. Und auf einmal gab es da dieses Lottospiel. Und das gab Missgunst und Neid statt diese Solidarität nach vielen Jahren. Da hat sie mir auch gesagt, dann kam auf einen Moment, kam am Sonnabend mein Chef, also ich hatte ihn noch das Laufen gelernt, der hat seine Hand auf meine Schulter gelegt und der hat dann gesagt, ab Montag haben sie Anwaschstunde null. Und das war's denn. Das muss natürlich nicht nur hier im Kaufhaus, aber in manchen anderen Betrieben in Altenburg, das muss natürlich eine dramatische Periode gewesen sein. Ich kann mir das so vorstellen. Und dann wurde auch noch, das war April 1994, sie war bei den letzten Schichten der Kollegen, die entlassen würden. Im Juli 1994 wurde das Kaufhaus dann ab sofort geschlossen, vom einen Tag auf den anderen. Türen zu, Schaufenster zu und hier hinter im Hinterhof, und schrecken Sie nicht, die sah damals so aus, noch keinen Garten, aber da waren die Container und da wurde alles, was im Kaufhaus war und in den Büroräumen, wurden nach unten geschmissen und in den Container abgeführt. Und ich, glücklicherweise waren nicht viele Leute von dem ehemaligen Personal dabei, die müssten geweint haben, um das zu sehen. Und dann stand auf einmal das ganze Komplex, das seit 80 Jahren funktioniert hat, stand es leer. Tore zu, Büroräume leer. Und was soll man dann mit so einem Komplex? 1995, da war das Gebäudekomplex schon verkauft an einem Investor in Itzehoe, in Schleswig-Holstein. Und der hat dann den Auftrag gegeben, um das neu zu entwickeln, wie es Investoren gerne mögen. Dann stand 1996, Februar, in der OVZ, der Traum von einem weiteren Kaufhaus in Altenburg ist ausgeträumt. Da gab es auch Brände auf einmal im Kaufhaus und in der Fleischerei hier nebenan. Sogar wurde das ein Thema in einem Kripo-Live-Sendung als Beispiel. 2006 wurde dann die Gebäude auf der Denkmalliste eingeordnet. Da sind sie noch immer. Also denkmalgeschützte Gebäude sind das hier offiziell. Und dann hat 2007 ein Student an der Bauhaus-Universität Weimar hat ein Studienprojekt gemacht für eine neue Einfühlung dieser Gebäude. Ich zeige die mal. Das ist hier erst 1995. Da haben die S&P-Architekten aus Braunschweig, ich kenne die nicht, wahrscheinlich rein kommerziellen Architekten, die haben dann hier ein Einkaufszentrum Glasatrium sich bedacht. Die haben dann den ganzen Innenhof unter einem riesigen Glasdach abdecken wollen, als Zentrum für manche neue Tausende Quadratmeter von neuem Verkaufsraum. Mit in der Mitte, Olli ist nicht mehr hier, in der Mitte ein kreisrundes Pavillon, wo man schicke Tees und Kaffees gebrauchen konnte unter den Palmen, Rolltreppen statt diese alten Sachen, ein Projekt
Das war 95. Das ACC hier gegenüber war genau fertig. Und ich habe runtergeschrieben, war das Idealismus, aber zu früh, oder war das reiner Kommerzialismus, wie ich das so nenne. Wenn man die Erläuterung von den Architekten bei diesen Plänen liest, dann geht es nicht um, was die Altenburger brauchen, aber es geht um, was die Investitoren brauchen. Nämlich teuer zu vermieten Verkaufsflächen. Plan gescheitert. 1997, das erste Gras wächst auf dem Innenhof. Und die allerletzte Arbeiter, die noch hier in dem Verwaltungsgebäude gearbeitet haben, die sind noch einmal hier. ...2007... kommt dieses Studentenprojekt, kein kommerzielle Aufgabe, ein Studentenprojekt von einer gewissen Jakob Grebe, der das ganze Gelände ganz gut evaluiert hat und auch sich bemüht hat, was brauchen die Altenburger eigentlich, was könnten die brauchen. Und der hat dann vorgeschlagen, als Student, wir machen eine neue Wohngesellschaft hier, eine neue Wohncommunity, wo Startende auf dem Wohnmarkt und ältere Altenburger zusammen mit ein paar non-kommerzielle Dienste hier diese Gebäude wieder benutzen konnten. Ganz schön, aber Studentenprojekt, also nicht entwickelt. Tür zu. Die Frau Schenker war hier mit ihrer Chefin die allerletzte, die hier das Tor zugemacht haben. 1997, Mai. Was inzwischen mit der Konsumgenossenschaft Altenburg passiert ist, das weiß ich nicht. Gibt es die noch? Besteht die noch? Wo hat die ihren Hauptsitz noch? Damals am Rossplan, aber Rossplan ist leer. Und dann ist die aufgelöst. Wann war das? Das müssen wir, bitte reden wir nachher noch ein bisschen miteinander. Also das zweite Ende, konnte man sagen, nach 45, so ungefähr weitere 50 Jahre bis in die Hälfte der 90er Jahre, die zweite Lebenszeit von Konsum an der Hillgasse. Und dann kam Ipihan. Tada! Da waren wir auf einmal. Und manche haben mir gefragt, wie sind Sie so zu Altenburg gekommen? Wie sind Sie so, worum habt ihr euch das Konsumkomplex genommen? Und das war gerade, weil es ein bisschen zerfallen ist, ein bisschen kaputt, ein bisschen Staub, ein bisschen alt. Aber im Grunde sind es sehr schöne Räume. Darum ist die Ipihan-Gruppe, die Künstler, die haben sich auf Einladung der Stadt Altenburg übrigens, haben sich hier eingesiedelt und ich als Gast dann auch. Ipihan, das ist eine Abkürzung. If paradise is half as nice. Und um es zu übersetzen, wäre das Paradies nur halb so schön. Das Paradies natürlich immer das Schönste, was man sich vorstellen kann. Und die Hälfte des Paradieses, wäre das Paradies nur halb so schön, als was wir hier haben, das ist Ipihan. Und dann hat mir auch eine ehemalige Verkäuferin gesagt, für mich war das auch hier das Paradies. Ich habe hier 36 Jahre gearbeitet, habe hier viele Freunde und Kollegen gehabt, habe hier mein ganzes Leben verbracht. Für mich war hier das Paradies. Und so haben wir es angetroffen. Das ist ein Foto von 18. August. Da sehen Sie die Expeditionsflur der ehemaligen Bäckerei
mit links der Tür, die Tür nach der Rampe. Das war unsere Küche, / Arbeitstisch, da steht eine Sägemaschine. Das war ein ziemlicher Lärm, muss ich Ihnen sagen. So sah es 18. August aus. Also vorige Woche. Und die Künstler vom Ipiham Paradies, die haben hier 5 Wochen gearbeitet, zusammen. Also nicht in ihren privaten Studios in Rotterdam und Berlin, aber zusammen hier in diesem Gebäude, wo die auf einmal Hunderte von Quadratmeter fanden. Normalerweise sind die sind ganz froh, wenn sie ein Studio sich leisten können von 5 bei 5, also 25. Hier auf einmal Hunderte von solche schönen Räumen, ein bisschen kaputt, ein bisschen mit blatternder Farbe, ein bisschen staubig. Man kann es fegen und dann auf einmal kann man eine Küche bauen. Da war natürlich keine Küche drin und man braucht eine Küche, um zu kochen. Die haben eine Küche gebaut aus allerlei Materialien, Abfälle, die sie hier im Gebäude gefunden haben und daraus eine Küche, wo 5 Wochen lang gekocht worden ist, das Geschirr wurde gespült mit Wasser, das wir hier nicht hatten, aus Kanister beim Paul Gustavus Haus. Wir haben ganz lecker gegessen und das war ein Beispiel, als ich das zu einem von meinen Besuchern zeigte, hat er gesagt, ja, das hatten wir, das mussten wir in der DDR-Zeit auch. Wir müssten ständig improvisieren, denn wir hatten fast nichts. Und hat er gesagt, ja, und verzeihen Sie es mir, aber es soll ein bekannter deutscher Ausdruck sein, wir konnten hier nicht arbeiten, hätten wir nicht aus Scheiße Gold machen können. Und dann habe ich gesagt, das bemerke ich mir, dass aus Scheiße Gold, aus Abfälle eine Küche, das ist richtige Ipihan-Geist. Und das könnt ihr auch alle, ich bin mir da sicher, aus Scheiße Gold. Also das war die Küche, 18. August, und dies ist dieselbe Stelle, aber dann vorgestern, bei der Eröffnung. Dann war dieselbe Küche auf einmal ein Bar geworden und Tanzfläche, da waren etliche Hunderte von Leuten, die haben hier getanzt, die waren an der Bar. Und das ist natürlich das Große, das Schöne, was das Komplex hier hat. Zwar ist es ein bisschen zerfallen, aber ist architektonisch in total guter Zustand, wurde damals sehr tüchtig gebaut und darum ist es jetzt imstande, um so viele neue Funktionen in sich aufzunehmen, wenn man bereit ist, um nicht alles nagelneu zu machen, denn dann geht es nicht, denn dafür fehlt das Geld. Man muss improvisieren können. Man muss aus Scheiße Gold machen, dann kann man da ganz schön tanzen. Also das ist 2018. Jetzt habe ich 1 Stunde und 10 Minuten gesprochen, bin ein bisschen spät, aber wir sind noch nicht am Ende. Darum habe ich hier meine gläserne Sphäre, um ein bisschen in die Zukunft schauen zu können. Was soll mit dem Gebäude hier geschehen? 2019, 2020, 2028, das ist leicht, 10 Jahre von heute. Was könnte mit diesem Gebäude passiert sein in diesen 10 zu kommenden Jahren? Es könnte natürlich nichts passieren. Dann kommt der Regen, dann kommt der Winter mit Schnee und Eis und Kälte, dann wieder die Hitze von den neuen Sommern und dann kommt noch ein Loch ins Dach und dann kommt noch mehr Regenwasser drin und dann zerfällt es noch mehr. Und es könnte sein, also die Fleischerei, die ehemalige Fleischerei ist jetzt schon in einem
dermaligen Zustand, dass wir große Teile haben abschließen müssen. Da können sie nicht mehr rein, weil es viel zu gefährlich geworden ist. Mit Löchern nicht nur in den Dächern, aber auch in den Fluren. Holz, das total verrottet ist. Nichts. Das könnte hier auch passieren. Oder in den kommenden 10 Jahren könnten wir versuchen, könntet ihr versuchen, also jetzt nach morgen sind wir wieder weg, aber die Altenburger könnten versuchen, um das Konsumkomplex zu retten, nicht durch Millionen zu investieren, denn die gibt es nicht, nicht durch Gold zu investieren, aber um vielleicht, ja nicht Scheiße zu investieren, aber vielleicht nicht Gold, sondern Blech oder Kupfer, kleine Mittel peu à peu, um das wieder benutzbar zu machen. Ich stelle mir so vor, ein Monat eine tüchtige deutsche Arbeitsbrigade, die hier so ein bisschen abkärchern geht, die hier ein bisschen neues Glas in den Fenster anbringt, die vielleicht neue Elektrizität hier reinbringt, ein bisschen fließendes Wasser, einfache Heizungsmöglichkeiten, damit es auch in dem Winter benutzbar bleibt. Und inzwischen gibt es dann Anzeigen überall in den Zeitungen. Wir suchen Benutzer, keine kommerziellen, wir suchen Benutzer, die improvisieren können, die gerne improvisieren möchten. Und was wir anzubieten haben, sind Hunderte von Quadratmeter von schönen Raum. Wäre das möglich? Wenn das passiere, dann geht das Komplex nicht weiter kaputt. Im Gegenteil, dann wird es peu à peu ein bisschen besser. Und dann in 2028 würde es vielleicht möglich, um es wieder ganz benutzbar zu haben. Und ich fände das die beste Idee. Also hier, dann könnte in 2028 die Konsum an der Hillgasse eine dritte Lebensphase anfangen. Und ich hoffe von meinem ganzen Herzen, dass das passieren wird. Und das geht nicht von sich selbst. Das braucht Energie und Arbeit, Kreativität, Ihre Energie, Ihre Arbeit, Ihre Kreativität, Ihr Willen. In dem Grundstein von diesem Gebäude, als es 1912, 1913 gebaut worden ist, da steht ein ganz schöner Text. Der alte Gasthof Goldenen Engel war abgerissen worden, jetzt ist dies der neue Engel. Als Beginn einer neuen Zeitalter, in der durch unser Willen und unser Wollen und unser Können etwas Schönes geschaffen wird. Und ich hoffe, dass, wenn ich in 2028 nochmal zurückkehren dürfte, dass ich ein neues Kaufhaus hier finden konnte. Dankeschön.